Nächster Redner ist von der SPÖ, Wolfgang Katzian. Den letzten Redner und die ganze Debatte heute am Nachmittag angehört hat, hat man das Gefühl, da rennen jetzt irgendwelche Leute mit Kameras in die Wohnzimmer der Menschen und schnüffeln und filmen und tun alles. Also in Wirklichkeit maximal lächerlich, was hier von sich gegeben wurde und wie hier argumentiert wurde. Und ich glaube, es ist aus der Diskussion heute Nachmittag auch deutlich geworden, worum es tatsächlich geht. Es geht zum einen um die Frage der Finanzierung der Steuerreform. Bei der Finanzierung der Steuerreform wurde ein Schwerpunkt auf die Betrugsbekämpfung gelegt. Und jetzt sind wir in den Niederungen der Ebene in der Umsetzung, in der gesetzlichen Umsetzung dieser politischen Vereinbarung. Und na klar, das ist bei jeder politischen Vereinbarung so, wenn sich manche nicht mit allen Punkten durchgesetzt haben, probiert man halt dort ein bisschen, da ein bisschen Vorschieben von allen möglichen Argumenten, um letztlich das Ziel doch noch zu erreichen. Aber ganz ehrlich, diese Dringliche heute war ein Bauchfleck der Sonderklasse, weil wir sind mitten im Prozess der Finalisierung dieser Gesetze. Der Herr Finanzminister hat euch das ganz klar dargestellt. Es ist eine Vorlage gekommen, die ist ausgeschickt worden zur Begutachtung. In der Begutachtung haben die verschiedenen Institutionen, die dazu eingeladen sind, ihre Stellungnahmen abgegeben. Jetzt wird das eingearbeitet, dann kommt es ins Parlament. Warum man da heute so einen Zirkus aufführen muss, ist mir nicht erklärlich. Ich habe einen Verdacht, warum das so ist, und den würde ich auch gerne äußern. Aber da muss man natürlich noch auf den einen oder anderen Punkt der Debatte nochmals eingehen. Und das möchte ich tun. Erstens, dieses ganze Thema, jeder wird unter Generalverdacht gestellt und als Beispiel wird das Bankgeheimnis und die Registrierkassenpflicht genannt. Also, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Worum geht es denn bei der Registrierkassenpflicht? Dass diese ganzen schwindlichen Rechnungen, die wir jetzt bekommen, die keine Rechnungen sind, wo Tischbeleg, Zwischenrechnung oder sonstiges draufsteht, dass das echte Rechnungen sind, die auch überprüfbar sind. Wer da heute vom Spitzelstaat spricht, wer hier vom Generalverdacht spricht, dem geht es in Wirklichkeit darum, dass ein Geschäftsmodell, das auf Betrug und Steuerhinterziehung aufgebaut wird, salonfähig gemacht wird. Das geht mit uns nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dem werden wir nie die Zustimmung geben. Und daher ist es vollkommen klar, dass es das braucht, um auch hier diejenigen, die verpflichtet sind, Steuer zu bezahlen, auch die zur Steuerzahlung zu bringen. Jedem Arbeitnehmer, jeder Arbeitnehmerin in völliger Transparenz wird am Monatsersten abgezogen, was die Steuer, die Sozialversicherung und sonstiges wäre. Das weiß jeder. Das weiß, über den Arbeitnehmer weiß man alles. Und andere haben die Gelegenheit, es sich zu richten mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Nein, ich habe das nicht gesagt. Sie tun ja gerade so, wie wenn wir keine Steuerhinterziehung in dem Land hätten. Dann frage ich Sie natürlich, wie können dann die Kolleginnen und Kollegen bei den Finanzämtern sagen, wir brauchen nur die Möglichkeit, wenn wir heute eine Betriebsprüfung machen und bei der Betriebsprüfung feststellen, dass bestimmte Beträge auf einem Konto überwiesen worden, und dann fragen die Kolleginnen und Kollegen von der Finanz. Können wir uns das anschauen, kriegen Sie zur Antwort, Privatkonto, geht leider nicht, quasi haut sich über die Häuser, das geht doch nicht. Und in Wirklichkeit geht es ja nur darum, die Möglichkeit zu schaffen, bei Ungereimtheiten vorzugehen. Ein normaler Arbeitnehmer, dem alles angezogen wird, der hat überhaupt nichts zu befürchten. Sie stellen das so dar, wie wenn jeder jetzt mit der Kamera irgendwo geht und um einen Turm schnüffelt und um einen Turm tut. Das ist ja absolut nicht der Fall, und daher ist vollkommen klar, die Dinge müssen umgesetzt werden. Es ist höchst an der Zeit und eigentlich in Wirklichkeit schädlich, dass wir das erst jetzt machen. Aber jetzt tun wir es und wir werden das auch gemeinsam umsetzen. Und ja, auch der ÖGB und die Arbeiterkammer haben im Zuge der Begutachtung ihre Anmerkungen noch eingebracht. Ich gehe davon aus, dass wir es auf Basis des Ministerratsvortrages umsetzen. Und dafür möchte ich und werden wir uns auch einsetzen. Dankeschön. Wolfgang Katzian von der SPÖ kritisiert die heutige Diskussion, man sei mitten im Prozess der Finalisierung der Gesetze und diese würden dann dem Parlament vorgelegt.